Operation Blendender Held. Wer wird sich ihr wohl hervortun? Das Gelände ist nicht so übersichtlich, würde ich jetzt mal sagen. Also übersichtlich ist es schon, aber es gibt keine wirklichen Vorteile. Sollen wir links vorbei? Sollen wir rechts vorbei? Wobei rechts ist die Grenze sogar. Sollen wir durchrushen? Ich würde sagen, wir halten uns jetzt eher rechts in dem Sinne. Wenn ich jetzt das gerade noch so kurz gesehen habe, hier vorne gibt es offensichtlich eine gute Deckung. Versuchen wir es mal. Doppelgranate, du könntest hierher... Oh, nee, dir reicht's. Super, Rekrut. Ab an die Front. Wow. Okay. Nein! Ich wollte doch noch so viel machen. Ja, okay. Das ist, das war nicht mein Wunsch-Start-Szenario. Gar nicht. Wen haben wir denn noch? Dich haben wir noch. Raketenstart. Du müsstest hier sporten oder hier. Also wenn du jetzt auch noch jemand auslöst, werde ich sauer. Okay. Du machst es nicht. Du siehst auch niemanden. Wo ist denn jetzt der andere hin? Der würde einen Höhenvorteil besitzen. Das ist nicht gut. Soll ich trotzdem Feldposten oder Zielsicherheit? Feldposten. Wo gehen wir mit dir hin? Ist natürlich wirklich blöd, dass du jetzt hier vorne stehst. Wirklich eine Deckung bekomme ich hier nicht. Du auch nicht. Soll ich dich wieder zurückziehen? Bringt allerdings nichts. Ich komme hier nicht wirklich sauber weg. Gehen wir hier. Hier geben wir Zielsicherheit. Die nächste Runde, du wartest immer noch. Ich weiß noch nicht so recht, was ich jetzt anstelle. Das kommt sehr überraschend, was jetzt passiert ist. Soll ich es trotzdem wagen, jetzt hierher zu sporten mit der Möglichkeit, hier weitere Gegner auszulösen? Oder... Das ist nicht gut. Es passt mir gar nichts, wie es jetzt hier begonnen hat. Hier machen wir Sicherheit. Zielsicherheit. Ich möchte nicht in einer halben Deckung gegen ihn stehen. Das passt mir gar nicht. Passt mir gar nicht. Ich wiederhole es nur. Ich wäre nicht erstaunt gewesen. Ich hätte jetzt nochmal eine Gruppe ausgelöst. Es entwickelt sich nicht wie gedacht. Gehen wir mal hierher. Oder Feldposten. Feldposten von unten. Zielsicherheit, dann hierher, dann rüber versuchen zu schießen. Ja, schwierige Entscheidung. Nee, ich kann nicht hier. Locke ich hier eventuell ja noch weitere Gegner an, wenn ich noch mehr rübergehe. Ich würde sagen. Zielsicherheit. Und hier geben wir ebenfalls Zielsicherheit. Ey, trifft nicht. Die stehen in Volldeckung. Okay, Feldposten. Reflexschuss. Wow! Sehr schön. Ausgeschaltet. Hat schon mal gut funktioniert. Meld Signaturen links und rechts. Das heißt, wir müssen uns nachher entscheiden. Feldposten hier oben. Wie viel hättest du denn jetzt? 61%? 60%. Das sind beides Rekruten. Versuchen wir es mal. Wir können uns ja nicht bewegen.
schon mal gut funktioniert. Gleich den nächsten. Dann haben wir das Problem eventuell schon gelöst. Sehr schön. Wunderbar. Wunderprächtig. Ja, dann sieht schon wieder alles ganz anders aus. Dann ist schon wieder alles in bester Ordnung und in Butter. Das bedeutet... mal die weitere Route vorplanen. Also hier war eine volle Deckung. Hier hinten hat es eine Signatur. Du könntest... Ja, ich würde sagen, wir halten uns zuerst mal nach rechts. Könnt gierig sein, mich teilen und versuchen nach links zu gehen. Meld links zu holen und meld rechts. Rekruten rechts. Das funktioniert bisher. Soll ich mich teilen? Also eigentlich ist es immer eine verflucht schlechte Idee, sich zu teilen. Aber ich brauche auch die Melds. Wir gehen das Risiko ein. Komm, das ist eine Absturzstelle. Da kann nicht so viel passieren. Sprach er und starb 5 Minuten später. Komme ich nirgends in der Deckung? Du kommst am weitesten. Du wärst hier auch in der Deckung. Hier hast du eine Deckung nach vorne. Dafür aber keine Deckung nach links. Hier hättest du eine volle Deckung. Gibt es hier... Dieses Gebiet ist kein Freund für mich. Das hat mich gar nicht gerne. Versuchen wir es mal. Du siehst niemanden. Schon mal positiv warten. Bitte noch. Dann... so weit nach vorne rushen. Ist das sinnvoll? Eigentlich nicht. Gehen wir hier. Okay, du löst auch noch niemanden aus. Ist gar nicht schlau, was ich eigentlich jetzt gerade anstelle. Überhaupt nicht. Ich rushe wohin, ohne Sicht zu haben und ohne Deckung im Hintergrund. Aber ich bin jetzt absolut gierig. Ich verhalte mich jetzt wirklich mal absolut gierig. Ich möchte diese Meld holen. Ich gehe jetzt mal nur bis hierher. Sanität an die Front. Okay, der Plan funktioniert bisher. Das heißt, dich nehmen wir gleich mit. Und euch verteile ich jetzt tatsächlich nach rechts. Sie haben beide geschossen. Wenn ich jetzt hierher gehe, komme ich vermutlich in der nächsten Runde... Nee, gehen wir hierher. Oder wir gehen... Wir gehen sicher. Bin schon unterwegs. Komm. An der letzten Alien-Absturzstelle hatten wir 5 Gegner. Ich hoffe, das bleibt sich hier gleich. Zumindest sind es nochmal Sektoiden. Ich finde es ungeschickt, dass ich den Mediziner zuvorderst habe. Wer auch immer mir diese Taktik eingebeult hat, hat versagt. Raketenstart nach Warten. Eine halbe Deckung, ey. Ich möchte den anderen. Du könntest hier bis volle Deckung. Okay. Da ist nix. Wo ist dieser Meld? Da wäre so was Schönes da oben. Gehen wir mal hier. Okay. Ziehen wir dich nach. Und zwar bis hierher. Dabei. Aber schnell bitte. Bei dir könnten wir einen Höhenvorteil hier generieren. Ist vielleicht nicht so schlecht, hier durchzusporten. Viel kann dir eigentlich ja nichts passieren. Hier waren wir schon. Die Gegner haben wir schon ausgelöst. Hier jetzt einen Höhenvorteil. Versuchen wir es. Viel kann dir nicht passieren.
bekannte letzte Worte. Ich bin jetzt. Ich überstrapaziere mein Glück, deshalb mach mir einen Feldposten. Du rennst. Du kommst hier nicht. Du hättest hier nur eine halbe Deckung. Wie weit würdest du denn kommen? Du würdest hier in voller Deckung kommen. Hättest noch Blendgranate in der nächsten Runde. Das reicht dir nicht. Du könntest aber auch hier. Dann in der nächsten Runde hier unten. Behalten wir sie mal beieinander. Ich möchte keinen Gegner auslösen. Es wäre wirklich schön hier zu sein. Ich glaube, da vorne ist ein. Da vorne ist er, glaube ich. Bin schon da. Oder? Habe ich das richtig gesehen? Kurz mal. Da vorne war doch kurz noch was zu sehen. Da ist er. Genau. Okay. Dann stehst du ja eigentlich auch nicht so ungeschickt. Ist interessant, dass er der hintere Feldposten hat, während der vordere. Nee, geben wir auch Feldposten. So. Wo hat's Gegner? Zeig's mir bitte. Was war das für ein Geräusch? Okay, hier vorne. Und die Signatur. Und die Signatur links. Alles klar. Puh. Du hast hier eine volle Deckung, oder? Mhm. Würdest du von voller Deckung zu voller Deckung kommen? Nee, dir reicht's nicht. Okay. Dann gehen wir mal bis hierher. Es wäre jetzt toll gewesen, ich würde den Satz bekommen, genau das, was wir gesucht haben. Aber das ist hier. Okay, den Teil haben wir gesehen. Sehr, sehr gierig. Aber gute Deckung. Risiko, 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 Risiko. Risiko, eindeutig Risiko. Ich kann die Ware sehen. Es lohnt sich bisher. Das Risiko zahlt sich bisher noch aus. Ihr werdet hier drüben. Wer von euch hat den. Ja, okay. Machen wir halt hier drüben weiter. Ich wollte eigentlich woanders hinspringen. Offensichtlich ist es hier noch sicher. Dann renn mir doch bitte mal hierher. Du hast eine Deckung gegen vorne. Wir wissen nicht, ob links. Ja, wobei links darf hier eigentlich auch nicht sein. Du siehst es soweit. Das heißt, Deckung gegen vorne. Wie er über die ganze Karte springt. So weit gehen. Da oben gibt es leider keine richtige Deckung. Oder bis hierher sporten, dafür in Deckung sein und das Gelände überblicken. Du hast die Blendgranate. Du hast einen Raketenwerfer. Wenn du dich ja bewegst, kannst du die Rakete ja eh nicht mehr benutzen. Komm. Rücke vor. Unglaublich. Ich glaube, ich werde tatsächlich dafür belohnt, dass es eine UFO-Absturzstelle ist und dass da niemand ist. Dementsprechend. Eine. Weniger Gegner warten sind. Vielleicht sind es tatsächlich auch wieder diese 5 Gegner, die wir letztes Mal hatten. Dann ist das hier richtig, richtig toll. Du bist der Herr mit der Blendgranate. Dich würde ich schon gerne näher hier heranbringen. Und dann beim nächsten auslösen. Wie weit kommst du denn? Du würdest so weit kommen. Und du kommst sogar direkt hier hin. Oh, dafür hast du dann nachher direkt Sicht hier drauf. Das ist nicht geschickt. Zeig mal, du würdest doch theoretisch einigermaßen hier rein. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Ich denke mal, wir spielen es lieber vorsichtig. Geben wir dir Zielsicherheit. Wir haben genug von unserem Glück beansprucht.
Gehen wir auch mal hier nach oben. In Sicherheit. Sollte dir ja nichts passieren. Hey, wehe, du gehst jetzt weg, mein lieber Meld. Ich habe mich bisher enorm beeilt. Ich bin hier wirklich übers ganze Feld gerannt. Das kannst du mir jetzt nicht antun. Du würdest einmal direkt sogar hierher kommen. Und du würdest hier in voller Deckung und weiter kommst du nicht. Und da dürft ihr eigentlich nicht viel sein. Versuchen wir es. Gut. Er macht es, glaube ich, extra spannend. Er wechselt mir immer wieder die Seiten, nur um Spannung zu generieren. Soll ich jetzt hier tatsächlich durchsporten? Oder mich in Sicherheit begeben? Wie viele Felder läufst du denn im Moment? Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Dreh mich mal um. Gehen wir es von der Seite. Das lässt sich einfacher zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder. 7 Felder. Von hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder. Okay. Ich gebe Gas. Ich möchte nicht zu weit nach vorne. Jetzt macht er wieder den Sprung. Einfach nur der Spannung wegen. Du könntest dich noch in der Not zurückziehen. Okay. Wollen wir schauen, ob sich das Risiko gelohnt hat. Es lohnt sich. Kein Mensch da. Niemand reagiert. Wir geben dir du bist die Vorderste. Nee, wir geben dir Feldposten diese Runde. Du kannst nachziehen. Die Frage ist allerdings jetzt gerade wohin. Ohne Deckung bis hierher und hier eine Sicherheit. Bis hierher. Dann allenfalls flankieren. Ich würde sagen, das machen wir. Du könntest ja eigentlich auch nicht sehen. Du bist aus dem gleichen Blickwinkel. Dich eins näher bringen oder der Raketenwerfer auslösen kannst du ja nichts mehr. Von der Schussposition her. Bin unterwegs. Komm. Zielsicherheit. Du gehst mir ein Feld näher und machst mir ebenfalls die Sicherheit. Er ist drin. Das ist logischerweise der Pilot, den wir immer haben. Nehme ich an. Vielleicht hat er aber auch noch andere. Schnappen wir uns das hier hinten. Du könntest bis hierher. Hättest volle Deckung, gute Sicht. Machen wir. Sichern wir den Bereich. Du hast Zielsicherheit bekommen. Wärst bereit, könntest hier Einsicht nehmen auf die Ecke. Wie weit kommst du denn diese Runde? Du könntest dich von der Seite annähern. Hättest hier eine volle Deckung. Warten wir es ab. Gehen wir mit dir. Mir gefällt nicht, dass ich hier natürlich komplett gesehen werde, wenn ich jetzt hier so durchrenne. Also wenn ich ihn jetzt hierher setze, würde er hier schräg einen Blick nehmen können und je nachdem was auslösen. Ich möchte mich eigentlich eher so hier über die Seite nähern. Gehen wir also mal auf hier. Weg. Ich verliere damit zwar den Höhenvorteil. Aber nicht schlimm. Du kommst mir jetzt in der Runde hierher und du würdest nicht dahin gelangen. Also machen wir es sicher. Drücke aus. Ist plötzlich so heiß hier. Oh, da ist er. Okay. Nicht
allzu gravierend wir bekommen, weshalb wir hier sind. Wurde gesichert. Meld schon mal wunderbar. 51, 51. Warten wir es ab. Hey, du hattest doch hier oben einen Feldposten. Hast du die nicht gesehen? Schlecht. Die Frage ist, zurückziehen, sie anlaufen lassen. Komme ich irgendwo in voller Deckung? Ich könnte mich nur noch weiter annähern. Das ist nicht so geschickt. Ich könnte ihr aber auch einen Feldposten geben, wenn sie die Deckung verlassen. Denn die werden sich mit großer Wahrscheinlichkeit annähern. Die sehen ja nur ein Einzelziel. Oder sie schießen auf dich. Wärst du verletzt. Aber du hast dich auch noch nicht bewegt. Gib mir dir einen Feldposten. Und wir überlegen uns immer noch hier davon zu rennen. Sie einfach auf uns anlaufen zu lassen. Du hast einen Feldposten, du hast einen Feldposten. Ja, eigentlich komm. Hauen wir wieder ab. Du bist natürlich jetzt meilenweit weg. Soll ich jetzt hierher? Problem ist, wenn du jetzt hierher gehst, hast eine Sicht hier nach innen. Es könnte dafür das Risiko wert sein, weil du keinen Gegner auslöst. Oder wir gehen hierher und hast einen Blick nach rechts. Löst da aber vielleicht was aus. Versuchen wir es. Risiko hat sich ausbezahlt. Eigentlich darf jetzt im Moment, soweit ich das überblicke, hier niemand sein. Geben wir dir Zielsicherheit. Weil hier drüben nichts ist, da musst du schon rennen. Du hast sowieso schon Feldposten. Geh mir auch mal hierher. Befehl zum Vorrücken bestätigt. So, was macht ihr, Jungs? Ihr rennt mir in den Reflexschuss. 3 Treffer. Immerhin. Er hat getroffen. Ist schon mal nicht schlecht. Feldposten. Okay. Ich könnte eine Granate schmeißen. Du schießt von oben nach unten. Mach mir Zielsicherheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich nochmal bewegt, ist eher gering. Bei dir nochmal annähern, aber du hast nirgends eine volle Deckung. Du könntest höchstens hier durchrennen. Bis hierher. Die sind ja relativ weit. Die werden kaum hierher kommen. Du könntest hier an die Wand rennen. Das gerade Sichtbereich dürftest du nichts auslösen, was der nicht schon ausgelöst hat. Zumindest wäre das meine Erwartung. Also rennen wir mal. Ich rücke vor. Gut. Bei dir ist es so, du siehst ihn hier. Der hat Feldposten. Du wärst nicht in der vollen Deckung. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier noch der zweite kommt, ist eher gering. Du bist zu weit weg. Wenn ich dich hierher spurte, kommst du allerdings in den Sichtbereich von ihm. Würdest überrascht werden. Geben wir dir Zielsicherheit. Du kannst eins näher ziehen. Zielsicherheit. Du siehst ihn. Hast du eigentlich Zielsicherheit gehabt? 51%. Hast eine halbe Deckung, darfst dich nicht bewegen. Schlecht. Hier ist die Blendgranate. Mist. Das ist nicht gut. Also bei dir Zielsicherheit zu machen jetzt ist schlecht, aber bieten wir in volle Deckung. Ich würde sagen, wir gehen volle Deckung. Sicher ist sicher.
könntest hierher. Hättest da. Na, gibt es keinen anderen Weg? Gehen wir lieber so. Wir kommen hier praktisch ans gleiche Ende. Und geben wir dir hier einen Feldposten. Das sollte niemand um die Ecke kommen, aber man weiß ja nie. Feldposten? Kein Feldposten? Niemand hat einen Feldposten? Schlau gemacht. Sehr schlau. Leider. Er hat wieder einen Feldposten. Aber jetzt trifft er ja besser. Jetzt mal kurz überlegen. Du kannst ja jetzt theoretisch im Moment nicht schießen. Aber du könntest. Würdest du so nahe kommen? Da kann er noch nicht schießen, oder? Nein, ist zu weit weg. Versuch's mal. 52%. Okay. Jetzt schalt mir mal den unteren aus. Der mit dem Feldposten. Ja. Oder auch nicht. Danke sehr. Mit ihm auslösen, dann mit ihm zwei reagieren. Ich könnte ja eigentlich dann hier nach innen. Gehen wir mal hierher. Oder hierher. Hier auslösen, dann eventuell noch reagieren. Du hast eine Blendgranate. Okay. Machen. Okay, da ist niemand da. Wenn ich hierher gehe, werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit auslösen, aber du hast dafür eine volle Deckung. Ich mach mich los. Du löst nichts aus. Okay. Ich möchte immer noch ihn loswerden. Ja, oder? Da hat ja einen Feldposten. Der ist eigentlich der gefährlichere. Versuchen wir es. Daneben. Danke sehr. Danke, 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 danke. Ah, daneben geschossen. Aber komm jetzt. 2 von 1. Nein. Nein. Das ist schlecht. Geh mir nur eins näher. Mach Zielsicherheit. Geh mir nur eins näher. Mach Zielsicherheit. Bereiten wir uns auf den Sturm, auf das Ufer. Ich bin so ängstlich wegen den hier, dass ich nicht mehr reden kann. Okay, da geschossen. Kein Feldposten. Du bewegst dich. Kein Feldposten, oder? Doch, Feldposten. Habe ich denn nirgendwo Blinkgranaten bei denen? Ist das für eine Vorbereitung hier? Nee, dann würde ich doch lieber zuerst gerne das Problem hier hinten lösen. 46, 46. Wenn ich eine Granate schmeiße, die Deckung wegnehme, ohne sie zu treffen. Geht das? Okay, das würde gehen. Du siehst beide. Du siehst keinen. Du könntest aber dann Feldposten auslösen. Ich zwinge sie auch gleichzeitig, sich zu bewegen. Nee, nee, ich will nicht bei euch. Ich will das Problem hier hinten zuerst lösen. Ich würde sagen, wir machen das. Ich werfe die Granate bewusst so, dass sie keinen Schaden macht. Aber die Deckung weg. Oder? Treffe ich jetzt noch einen? Ich habe nichts gesehen am Schluss. Deckung ist weg, oder? Ihr trefft jetzt besser. Die Deckung steht immer noch. Nein! Nein! Ganze Vorbereitung umsonst. Oh.
Dann halt so. Der andere hat keinen Feldposten. Das heißt... Wir sporten hier. Zielsicherheit. Ich weiß, dass ihr sie schon hattet. Ihr macht es nochmal, damit ihr es auch ganz sicher habt. So, was hast du jetzt vor, kleiner Mann? Oh, da drin bewegt sich was. War das ein Fehler mit Geräuschkulisse? Oh, nee, 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 nee. Wo gehst du jetzt hin? Du ziehst dich zurück. Okay. Das heißt für mich, ich kann eins nach rechts. Hier nachladen. Dann würde ich sagen, wir stürmen jetzt dieses UFO. Und zwar würde ich das gerne mit dir machen. Wenn wir hierher gehen, ihn sehen, dann zieht er sich mehrheitlich hier nach links zurück, nehme ich an. Das würde bedeuten, ihr könnt dann reinstürmen. Ich hoffe, der Plan klappt. Bin dran. Du siehst drei. Da kommen sie. Der Plan hat fast geklappt. Aber du hättest noch eine Blankgranate. Warten wir noch. Das Gute ist jetzt, du solltest doch ihm direkt in die Flanke fallen können. Von hier. Dann mit dem Raketenwerfer in der nächsten Runde. Das ist eine halbe Deckung. Ich hoffe, das stimmt so, wie ich mir das jetzt erhoffe. Du kannst allenfalls... Okay. Versuchen wir es mal. Begebe mich an neue Position. Du hast keine Flankenposition? Muss ich das verstehen? Ein schlechtes ist das Uferinnere, also... Ach, das ist... Bisschen eine Fehlplanung. Gut, dann... ist es das Risiko wert, dann hier... Du siehst ja alle drei. Das überrascht mich jetzt. Ich dachte eigentlich, das würde reichen zu blankieren, aber ich sehe ja gerade, hier ist noch der Ecke. Die Ecke im Weg. Kannst du eigentlich hierher? Jetzt eine volle Deckung. Was machen wir? Zum Flankieren reicht's eh nicht. Und du hast trotz Zielsicherheit... Oder ist die ausgelaufen? Niedrige Deckung, 30% Zielsicherheit. Doch, du hast sie. Und der hat adaptives Knochenmark. Die Halterdauer von Verwundungen verkürzt sich um 66%. Das Soldat regeneriert 2 Tebe pro Runde bis zum Tebe Maximum ohne Rüstung. Gewährt übermenschliche Kraft in den Beinen, sodass der Soldat ohne Leiden. Okay. Blankgranate. Wie weit würdest du kommen? Für ihn würde es reichen. Brauchen wir aber vermutlich gar nicht. Noch nicht. Das nehmen wir eigentlich lieber für die hinteren. Du siehst nur die hinteren. Nee, du siehst nur die zwei. Okay, versuchen wir es trotzdem. Oder ist das Munitionverschwendung? Ach komm. Munitionverschwendung. Aber der trifft. Und hier wären wir auf der Jagd. Der andere hat sich zurückgezogen. Das heißt, er kann sich nicht bewegen. Mehrere Gegner kann es nicht geben. Gut ist, ich komme auch von der Seite gleich an die Rückseite der Gegner. Das bedeutet, wir riskieren es und jagen ihn. Sporten. Da ist er. Die Sicht haben wir. Du kannst dich noch einmal bewegen. Ich würde eher vorschlagen, wir versuchen uns von rechts zu nähern. Wenn du hier bist, flankierst du dann schon? Im Sichtbereich solltest du eigentlich
Sichtbereiche solltest du die eigentlich nicht flankieren können. In Position. Doch, du flankierst. Mist. Sichtbereich unterschätzt. Du müsstest eigentlich nachladen. Gleichzeitig hast du ihn aber hier vorne. Halber Deckung hier zu stehen ist vielleicht nicht das Geschickteste. Hier offen zu stehen, sollte dir eigentlich nichts passieren. Das ist ja weit genug, hoffe ich mal. Oder wir gehen nur hierher. Gehen wir nur hierher. Laden hier nach. So, kleiner Mann, was hast du vor? Du flüchtest noch weiter. Du schießt von da. Südpanik, okay. Schlecht ist, dass ich sie jetzt aus der Deckung treibe. Das war eigentlich nicht das Ziel. Jetzt blankieren sie mich, oder? Bitte nicht treffen, bitte nicht treffen. Es hat bisher so gut funktioniert. Bitte nicht. Ach, Panik. Da müssen die schon mehr auffahren. Auch Panik. Am Schluss geht's los mit dem Pech. Warten wir noch? Ja, es hat bisher auch zu gut geklappt, müssen wir festhalten. Du hast hier oben eine volle Deckung. Versuchen wir es trotzdem. 63%. Okay. Er ist ausgeschaltet. Das heißt, wir können jetzt hier durchsporten. Das ist positiv. Hab's gehört. Denn ihr werdet jetzt im UFO gebraucht. Und zwar dringend. Bitte begebt euch dahin. 40% immer noch. 58. 48. Der hat sich wieder regeneriert. Ich kann ihn also nicht in einmal ausschalten. Hierher zu gehen, wäre eigentlich gefährlich. Sagte er es und macht es doch. Aber du hast noch... bist noch voll. Aber nur 4 Trefferpunkte. Das ist nix. Das ist wirklich nix. Ich würde sagen, wir ziehen uns zurück. Traurig, aber wahr. Also. Geh mir eins zurück. Position bestätigt. Kommst hier. In einmal wird er kaum rauskommen. Also, versuchen wir es. Reload. Waffe einsatzbereit. Du gehst mir hierher. Position. Zielsicherheit. Wir versuchen uns jetzt von der Seite anzunähern. Die da hinten dürften nichts wissen. Wenn ich jetzt hierher gehe, sehe ich da schon? Wo ist er? Hier ist er. Ah, das könnte sogar knapp reichen. Sind wir also vorsichtig, gehen wir nur hier. Dummer Kerl, warum bist du in Panik? Feldposten. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Puh. Wo gehst du hin? Ja, volle Gesundheit. Ist mir schon klar. Mistkerl. Wenn ich jetzt... Du hast zwar deine Treffer schon. Das ist auch nicht geschickt. Wenn ich hierher gehe, reicht das zum Flankieren? Es reicht. Weg damit. Du musst diese Runde reloaden.
Das ist schon mal wunderprächtig hier oben. Gehst mir hierher. Ihr seht natürlich hier nicht hinein. Wobei, Moment mal. Der steht doch so, dass er das auch nicht sehen dürfte. Du hast volle Munition. Rennen wir hier. Das dürfen sie ja nicht sehen, weil die Türe geschlossen ist. Du hättest Zielsicherheit. Die stehen allerdings nicht so, dass es irgendwas bringt. Gehen wir mal zwei nach vorne. Nee, du hast keine Zielsicherheit. Jetzt hast du Zielsicherheit. Du müsstest schon bald nachladen. Könntest aber hierher sporten. Was machen wir? Nein! Woher? Warum? Was ist denn das für ein Sichtbereich? Noch ein Verletzter. Na, dankeschön. Das läuft gar nicht gut. Na gut, dann können wir dich aber dafür bewegen. Puh. Das läuft nicht wie gewünscht. Ach, gehen wir hier. Mach mir Zielsicherheit. Was ist denn das für ein komischer Sichtbereich gewesen? Das war doch richtig Mist. So, du bist flankiert. Da gehst du sicher nicht hin. Du schießt doch nicht von da. Du schießt, obwohl du flankiert wirst? Bist du denn des Wahnsinns, oder wie? Hm. Du hattest, glaube ich, deinen Treffer schon, oder? Wenn ich hierher gehe, sollte ich doch eigentlich innen blicken können. Hm. Gehen wir mal eins näher. Dann sehe ich vielleicht den zweiten. Okay, da steht hier. Das ist eine wichtige Information. Bedeutet... Ich schalte ihn jetzt mit ihm aus. Ich weiß echt nicht mehr, wer da hinten wen geschossen hat. Kann ich angreifen. Wenn du hier stehst, dann solltest du doch hier volle Deckung haben. Und ihn je nachdem vertreiben können. Hat er Wache? Gegen hinten sollte sie ja nicht funktionieren. Moment mal. Du stehst nicht in der Deckung und kannst trotzdem... Wie weit kannst du dich bewegen? Würde es reichen, du würdest dich vermutlich hier nach... hier rüben zurückziehen. Versuchen wir es. Nein, 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 nein. Oh, warum macht ihr mir das immer so schwer? Ich muss mit dem Sunny näher, damit ich ihn hoffentlich in der nächsten Runde heilen kann. Zielsicherheit bringt dir das. Was jetzt? Eher nicht. Ja, aber umgekehrt. So weit wird er auch nicht rauskommen, dass du hier einen Feldposten brauchst. Machen wir halt doch Zielsicherheit. Vielleicht reicht es ja nächste Runde, ihn auszuschalten. Du könntest jetzt eigentlich... Ne, Zielsicherheit. Wenn er sich jetzt zurückzieht, kannst du dann von der Seite loslegen. Und dich bringen wir jetzt... an die Ecke hier. Und du bekommst auch Zielsicherheit. Es könnte immer noch funktionieren, mein Plan. Einfach ein bisschen verschoben. Wo gehst du hin? Nein! 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 Du bist völlig am falschen Ort. Da solltest du niemals hin.
Nicht gut, überhaupt nicht gut. Gehen wir hier. Heile mir. Ganz ruhig, Soldat. Du bist sogar leer geschossen. Das ist noch viel schlechter. Wenn ich hier gehe, treibe ich ihn dann wieder rein. Granaten hast du keine. Oder treibe ich ihn weiter nach links. Versteckt er sich dann hier. Nia, würde ich ihn hier flankieren. Ich täusche mal an, dass ich ihn flankiere. Alles wieder im grünen Bereich. Du wirst dich bewegen. Du hast noch einen Schuss Munition. Du könntest dich aber dann theoretisch hierher in Deckung begeben und mich von da flankieren. Ist nicht gut. Ziehen wir uns wieder zurück. Ich mach mich los. Laden wir nach. Wieder am Start. Und ihr zwei hier drin seid immer noch weit vom Schuss weg. Rennen wir doch. Ja, wobei, nee, das sieht er doch, oder? Nee, das sieht er nicht. Das weiß er nicht. Rennen wir mal hierher. Jasna, geh du noch durchkommen. 4 Lebenspunkte. 4. Das ist wirklich gar nichts. Das ist traurig. Geben wir dir nochmal Zielsicherheit. Du könntest doch eigentlich hierher rennen. Dann je nachdem von hier agieren. Ich würde sagen, das machen wir. Ich rücke vor. Versuche ihn einzukreisen. So, wo gehst du hin? Nicht da, wo ich erwartet habe. Schlecht. Nein, nein, nein. Flieger unter Beschuss. Ich habe gehofft, du gehst nach innen. Also jetzt reicht's. Jetzt muss ich irgendwann mal wieder ihn wegtreiben. Hier flankierst du ihn. Hast eine Deckung. Könntest ihn aber hierher treiben, sodass er dich wieder flankieren kann. Ja, wobei, nee. Oder vom Feld her? Ist das eine Flankierung? Ah! Es läuft und läuft und läuft nicht. Gehen wir hier mal nach oben. Erhöhte Schussposition. 51 Trefferwahrscheinlichkeit. Geben wir dir einen Feldposten. Ich muss ihn jetzt da unbedingt wieder reintreiben. Es ist nicht gut, was ich jetzt hier gerade produziere. Wenn ich eins rübergehe, reicht das vermutlich auch nicht zum Flankieren. Und dieses blöde Teil hier steht im Wege. Hierher in Deckung, dann wird er sich vermutlich aber um den kümmern. Hier in Deckung. Ah, irgendwie ist jetzt wirklich am Schluss, es ist jetzt irgendwie... Ich kann mir das echt nicht erklären. Klappt das nicht mehr so, wie ich mir das erhoffe. Wenn ich jetzt hier gehe, dann gehst du vielleicht nach... Du siehst es nicht, oder? Du siehst es nicht? Ich muss den jetzt einfach erwischen. Wie weit würdest du laufen? Du könntest hierher und von hier dann schießen. Wirst du das machen? Sollte dir nicht reichen. Wie viele Lebenspunkte hast du? 4. Das ist einfach wirklich nix. Du könntest bis hierher sporten. Oder hierher. Oder wir gehen mal auf Sicherheit und gehen nur bis hier. Könntest du nach innen ihn eventuell aber flankieren? Nee, das reicht doch nicht, oder? Doch, du könntest hierher und dann von hier schießen. Hier hast du Sicht. Warum ist dieses Ufer so schlecht gestaltet? Wer hat dieses Ufer zum Absturz gebracht? Was war denn das für eine Aktion? Ähm.
Rückkehr vor. Hier. Wir ziehen uns wieder zurück. Zu gefährlich. Bestätige. Mach mir Feldposten. Komm hierher. Geh mir hierher. Mach mir Feldposten. Ich muss den möglichst schnell jetzt bald ausschalten. Verliere Geduld mit ihm. Geh mir. Du hättest eine Handgranate. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dich... Nee, hier sieht er dich nicht. Zielsicherheit. So, was machst du denn? Du schießt natürlich gegen den da oben. Ja, und er trifft. Kritisch verwundet, hey. Ach, du bist doch ein Schwein von einem Spiel. Das gibt's doch echt nicht. Du könntest hierher. Du könntest... ist hierher. Komm, jetzt reicht's. Ich habe genug mit dir gespielt. Ich habe die Geduld jetzt komplett verloren. Na los, ich gebe nicht kampflos auf. Ohne Deckung. Also da, wo du bist, kannst du eigentlich auch bleiben. Du hattest deinen Abschuss, so viel ich jetzt weiß, oder? Das heißt, du kannst schon mal schießen. Warum musste der jetzt am Schluss noch treffen? Du kannst zweimal schießen? Versucht mir nochmal zu überlegen, ob du das wirklich warst. Nee, du hattest deinen Abschuss. Du hattest deinen Abschuss, glaube ich, auch. Du hattest deinen Abschuss, glaube ich, noch nicht. Yes, man. Oder ich gebe ihn einfach dem Rekruten. Wo ist denn der Rekrut? Komm. Oder hattest du deinen Abschuss auch schon? Ich muss mir wirklich mal merken, wer welchen Abschuss hat. Komm. Versuchst jetzt einfach. Warum bekommt dein kritischer Treffer am Schluss? Nein, warum? Es war so gut geplant. Naja, gut geplant. Ich habe den Soldaten an die Position gestellt. So gut geplant kann es nicht gewesen sein. Aber das ist Pech. Kritisch verwundet. Das heißt, er hat einen Willen, eine Boostung. Ah, wenigstens gibt es Förderungen. Verwundet, verwundet, schwer verwundet. Als Sturmsoldat. 6 Sektoiden, Leichen, 5 Illyrium, 9 Alien-Legierungen, 7 Waffenfragmente, 13 Meld, 2 Uferflugcomputer und eine Uferenergiequelle beschädigt. Es hätte viel schlimmer sein können. Trotzdem, nicht richtig positiv. Wir machen das sofort wieder zu Geld. Damit 101. Gehen wieder in die Technikabteilung. Kann ich jetzt eigentlich die Scopes... Ich kann sie mir kaufen. Okay. Möglichkeit 1. Oder ich baue noch eine Werkstatt. Kann ich gar nicht. Oder mir fehlt doch die Energie. Zurück in die Fall. Wir bauen einen Scope. Da stand gerade wieder nicht genug Ingenieure. Ich kann es aber trotzdem bauen. Ist das ein Bug? Hat er die Ingenieure von unten schon genommen? Liegt es daran? Ereignisliste, Aufzug, Scope, Satellitenkontrollzentrum, Ratsbericht. Das reicht gerade so knapp davor. Vielleicht reicht es sogar nicht mal. Mal schauen. Einsatzleitung, ich bitte um Arbeit. Wow. Oh, Commander, wir haben einen neuen Kontakt. Viel größer als alles, was wir bisher kannten. Oh,
Falls wir dieses Schiff angreifen, empfehle ich, unsere bestausgerüsteten Kampfjets einzusetzen. Oh je. Nein. Der fliegt niedrig, aber die Größe ist groß. Ich überlege mir jetzt gerade, will ich den wirklich, wirklich abschießen? Ich müsste all meine Jäger hochschicken. Ich gehe mal schauen. Okay, ich habe zwei Leutnants, die können jetzt nebenbei auch in Erfahrung steigern. Ich habe zwei Leutnants, die beide in Reparatur sind. Und ich habe zwei Unteroffiziere, die noch gar nichts können. Ich muss den ignorieren. Ich kann den nicht. Selbst wenn ich ihn abschießen würde, was schon fast unmöglich ist, aber selbst wenn ich es schaffen würde, das ist ein großer. Das heißt, wenn ich den dann angreifen würde, wäre er gut besetzt. Ich muss den ignorieren. Ich muss den nicht ignorieren. Schade. Natürlich. Commander, es gibt mehrere Berichte über neue Entführungen. Die Orte sind auf dem Hologlob markiert. Okay, es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Der will nur offensichtlich wollte er entführen, war ja niedrig. Aber Schwierigkeitsgrad des Einsatzes ist leicht. 80 Credits machen wir selbstverständlich. Wir sind wieder in der Stadt. Es gibt mehrere Gebäude in einem kleinen Bereich. Hier haben wir einen Corporal Sniper. Mal schauen, was du momentan an Fähigkeiten bietest. Unauffällig. Diese Ausbildung ist auf dem Rang Sniper möglich. Teilweise Deckung wird als volle Deckung gewertet. Bringt dir jetzt gar nichts, denn du sollst eh hinten sein. Revolver hält dieser. Fügt Pistolentreffer 2 Punkte Bodenschaden hinzu. Bringt dir auch nichts. Das ist für einen Sniper perfekt. Katapie, fühl dich geehrt. Denn hier steht, diese Ausbildung ist ab dem Rang Sniper möglich. Plus 10 Zielsicherheit und Chance auf kritische Treffer, solange keine verbündeten Einheiten 7 Feldern umkreist sind. Das ist für den Einzelkämpfer hier perfekt. Also wirklich. Nebenbei ist mir jetzt aufgefallen, das habe ich, glaube ich, mal falsch erklärt. Das sind die Erfahrungspunkte, die er hat, bis zum nächsten Rangaufstieg. Also jetzt ist er bei 418 von 700. Ich weiß aber nicht genau, wie die Erfahrungspunkte sich gestalten. Bei jedem Einsatz wird er vermutlich ein bisschen Erfahrung bekommen. Beim Treffer vielleicht noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, ich hatte sogar einen Doppelaufstieg genau aus dem Grund. Ich hatte einen, der wohl so viele Erfahrungspunkte bekommen hat, dass er weit über dem nächsten Rang schon war. Nehme ich an. Also, das ist klar. Wir nehmen Melfor. Du kannst auch mit. Nehmen wir einen der beiden Assault noch mit. Haben wir denn noch irgendeinen Rekruten, den wir überhaupt mitnehmen wollen? Eigentlich nicht. Nehmen wir den besseren mit. Was kannst du denn? Du. Oh, das ist super, wenn es das ist, was ich denke. Nehme ich das auch. Panik wollen wir nicht. Es wäre zwar schön, aber Nahkampfspezialist. Feuer einen Reflexschuss auf jeden Gegner, der sich auf 4 Felder nähern. Das wird richtig speziell. Ausräuchern. Feuere einen Schuss, der Gegner aus ihrer Deckung treibt. Trifft leicht, richtet aber verringerten Schaden an. Ist keine schlechte Fähigkeit eigentlich. Aber Nahkampfspezialist ist bei ihr so wichtig. Ich kann nicht darauf verzichten. Du kommst somit. Schauen wir noch, was wir sonst haben. Noch ein Nahkampfspezialist, logischerweise. Du bist ja Sturm und Schuss. Dann hätten wir noch die drei. Jetzt brauche ich... Ich habe bis jetzt nur Scharfschützen. Jetzt brauche ich eine neue Soldatenklasse. Gibt das, glaube ich, blitzschnelle Reflex. Der erste gegnerische Reflexschuss jeder Runde verfehlt diese Einheit automatisch. Damit kann ich hoffentlich die Wachen endlich... Also wenn die Wachposition endlich auslösen, ohne zu gefährdet zu sein. Damit ist es Scout geworden.
Oder sie, genau gesagt. Dann hätten wir hier noch einen Unterstützer. Das heißt, er wird nochmal Grenadier. Ich denke mal, ja. Sanitäter habe ich, glaube ich, wirklich genug. Also nochmal ein Ingenieur. Haben wir noch jemand? Da unten ist noch jemand. Ein schwerer. Deckungsfeuer. Wie viel Rocket hier haben wir denn? Ein Rocket hier. Zwei Rocketeers. Das ist zu wenig. Eindeutig. Jetzt will ich aber natürlich nicht die alle mitnehmen. Das heißt, Rocketeers haben wir genug im Moment. Du kannst weg. Ich glaube, Ingenieure haben wir auch genug, oder? Wie viele Ingenieure haben wir denn? Einen. Zwei, drei. Okay. Ach, ihr habt noch gar keinen... Ihr seid zwar aufgestiegen, aber habt die Dings noch nicht. Okay. Das ist auch nicht schlecht. Umgerüstet und das Team ausgewechselt. Hier gibt es neu einen Gunner oder die Gunnerin. Gibt es das? Gunnerin? Naja, jedenfalls, wie immer, der Scharfschütze mit Sicherheit. Assault mit Sicherheit und mit Blendgranate. Ich glaube, es ist eine Blendgranate, oder? Genau. Perfekt. Dann Gunner mit Zielsicherheit und zum Deckungen zerbomben. Ebenfalls zum Deckungen zerbomben plus Zielsicherheit. Rekrut mit Nadelgranaten und Zielsicherheit. Hier gibt es eine Rauchgranate und Zielsicherheit. Wir starten. Oder? Soll ich noch einen Mediziner mitnehmen anstatt Scout? Nee, ich muss die beiden auch unbedingt leveln. Also, nee, ich muss so. Es muss so sein. Ich brauche unbedingt die höheren Dienstgrade. In diesem Sinne, nichts wie weg hier, bevor die Putzkolonne kommt und sagt, sie braucht Hilfe. Gehen wir lieber fremd Gebiete und den Kampf. Oh. Australien hat mehrfach um Unterstützung gebeten und ist deshalb unser nächstes Einsatzgebiet. Panik breitet sich in einer Großstadt aus, während die Aliens durch ihre Straßen ziehen. Wir müssen diese Situation in den Griff kriegen. Ich bin nicht sicher, ob ich zufrieden bin mit dem Gebiet. Das ist, glaube ich... Ja, wobei, ein Scharfschütze... Zum Glück könnte so funktionieren. Entführung durch Aliens in Cairns, Australien. Deine Soldaten können Türen eintreten und durch Fenster springen. Aber der Lärm, den sie dabei verursachen, alarmiert alle Aliens in der Nähe. Ich oute mich jetzt gerade mal als Geografie-Idiot. Was war nochmal die Hauptstadt von Australien? Ich habe keine Ahnung mehr. Traurig. Einsatzziele. Schalten Sie alle gegnerischen Ziele aus, finden und sichern Sie Meldkanister. Die ist ins Leere gesprungen, hat das Seil verpasst. Das muss wehtun bei der Landung. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Und dieses grüne Licht nützen wir in der nächsten Episode aus. Vielen Dank fürs Zusehen und bis später wieder.